Großbrand in Villmar. Am frühen Abend war die Rauchsäule weithin sichtbar. Den hinteren Teil der König-Konrad-Halle mit den Sanitärräumen, Garderoben und der Bühne hat es schwer getroffen. Ciro Cataneo, der Pächter des dazugehörigen Restaurants Clickermill, beobachtet voller Bangen die Löscharbeiten. Mich wurde so am Anfang mal angerufen und gesagt, dass die Clickermill brennt. Und jetzt bin ich hier. Und ja, das ist es jetzt. Ob jetzt die Clickermill schlimm betroffen ist, können Sie jetzt im Moment auch nicht sagen. Nee, kann ich nicht sagen. Im Moment sieht es noch sehr gut aus. Also im Moment sehe ich also auf diese Richtung hier, dass alles okay ist. Also bis jetzt. Ich mache mir Sorgen, die Clickermill eigentlich. Und dann, ja, mal abwarten. So, Corona erstmal, dann Clickermill. Beschissen. 72 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sind vor Ort, um das Feuer möglichst rasch unter Kontrolle zu bekommen. Ja, beim Eintreffen der Feuerwehr war im hinteren Bereich ein etwas größerer Brand am Dachgeschoss. Droht überzulaufen in das Gebäude rein, ist auch übergelaufen. Wir haben die Drehleiter von Runkel im Einsatz. Wir sind mit 4 Strahlrohren im Innenangriff und sind so auch jetzt Herr der Lage geworden. Wo ist der Brand entstanden, kann man das sagen? Das kann man nicht genau sagen. Irgendwo außerhalb vom Gebäude, am Gebäude, wir wissen es nicht genau. Verletzte gibt es keine, aber Rettungsdienst ist für die Einsatzkräfte vor Ort. Bürgermeister Matthias Ruppröder steht vor den Trümmern der Villmarer König-Konrad-Halle und kann von Glück reden, dass die Villmarer Einsatzkräfte rasch vor Ort waren. Das ist eine großartige Leistung, die hier erbracht wird. Umso bedauerlicherweise ist, dass die König-Konrad-Halle hier in Brand steht. Wir müssen mal gucken am Ende, was für ein Ausmaß des Schadens hier entsteht. Aber Stand jetzt ist es schon leider ein sehr ordentlicher Brand, der im hinteren Teil der Halle stattgefunden hat, der jetzt so auf die Richtung von der Bühne geht. Und soweit ich weiß, hat man es einigermaßen unter Kontrolle. Ich gehe davon aus, man kann es jetzt relativ zeitnah dann noch eindämmen, das Feuer, dass man dann keinen größeren Schaden dann noch weiter hervorbringt. Aber jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie sich das Feuer da unterhalb vom Dach dann verbreitet. Also hier an dieser Stelle dann tatsächlich nochmal vielen, vielen Dank an alle Einsatzkräfte. Die komplette Feuerwehr Villmar ist da, auch Runkel, aber auch Limburg. Auch an den Kameraden nochmal vielen Dank für den Einsatz. Noch warten die Atemschutztrupps auf ihren Einsatz in der Halle. Sie werden ihren Kollegen, die aktuell in der Halle das Feuer in Angriff nehmen, nach ca. 20 Minuten Einsatzdauer ablösen. Immer wieder werden über das Dach neue Glutnester und Brandstellen entdeckt und sofort gelöscht. Das endgültige Ausmaß des Schadens wird man erst in den kommenden Tagen beziffern können.